herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Part wieder mal von dem guten Assassin's Creed 4. Ich bin's, euer Blackbeard. Du bist gerade nicht in Nassau und zweitens, du bist in der falschen Szene. Ich werde auch mal kommentieren. Geh weg. Okay. So, Freunde, was das gerade war, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber es geht weiter mit der Templerjagd. Und zwar ist der, wer diesen guten Abten Travers da, der hat ja im letzten Part erstmal schön der auf der Straße liegt, angepinkelt oder angepisst, besser gesagt. Und jetzt müssen wir seinen Bruder davor bewahren, eine Templerin zu heiraten. Und diese Templerin hat dann halt auch den Schlüssel, den wir benötigen, um halt die Templerrüstung zu bekommen. Na, ist schon ziemlich spannend. Ich dachte eigentlich wirklich, man muss nur die vier Templer töten, diese drei Templertypen töten, die wir halt da in Havanna da getroffen haben. Aber anscheinend müssen wir doch mehr machen. Königin der Piraten. König der Narren. Na, bist du wieder nüchtern? Du siehst besser aus als letztes Mal. Als ich nüchtern wurde, sah ich die Dinge etwas klarer. Ying hat meinen Bruder verführt. Sie muss sterben. Doch auch Vance hat mich betrogen. Als Assassine muss ein Verrat mit dem Tod bestraft werden. Wie auch immer, einer von ihnen hat den Schlüssel. Ihr seid offenbar verzweifelt. Lasst mich das erledigen. Ich sage euch, wo ihr sie findet. Man merkt aber so ein bisschen, dass sich Edward noch eher so um den Schlüssel also kümmern will. Also er will eher nur den Schlüssel haben. Also ich glaube mal, dass er jetzt noch so denkt, okay, gut, mir geht's um einen Schatz. Ist mir scheißegal, was mit den Assassinen ist. Aber ich glaube mal, später ist er anders drauf. Also es ist jetzt ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt immer denkt, okay, nee, mir scheißegal, was mit dem passiert. Ach, stirbt halt der andere auch noch. Hauptsache, ich habe einen Schlüssel. Also, das finde ich ein bisschen merkwürdig so. Na, Soldaten. Eigentlich müsste eine Vollkanne von so Krokodilen gefressen werden oder sowas. Weil das ist ja hier das Gebiet, wo man auch Krokodile findet. Oh, ich sehe was Schönes. Geht mal da alle dahin bitte zu dem Fass. Na, zwei reichen auch raus. Und der andere Typ checkt's noch nicht mal. Da ist voll was explodiert und der denkt sich, na, schöner Sumpf, finde ich voll toll. Und adios, amigo. Wirklich, der stand da. Ist ja irgendwie nichts passiert. So. Und die anderen sind voll explodiert, sind gestorben ohne Ende und der hört nichts. So, ich will wieder rauf auf den. Auf die Bäume. Wo komme ich jetzt hier am besten auf die Bäume? Da. Nicht unterdurch. Auf den Baum rauf. Danke. Ich habe schön viel Geld. Das heißt, ich kann mir bald wieder was Neues kaufen. Zack, rüber. So, und hoch. Und hier hinten sind ja die nächsten Typen, die ich umbringen will. Wie sind denn da? Adlerauge, ich sehe einen. Headshot! Nein! Wie jetzt? Das war ein Heady. Alter, willst du mich verarschen? Komme ich da nicht ran? Ich komme nicht ran. Ah, dann nehmen wir die andere Richtung. So. Komm ich jetzt ran? Jetzt ist der zu weit weg. Leck mich am Arsch. Ich will in den Arsch schießen. Oh. Ach, das sind zwei Soldaten irgendwie. Das ist ein anderer Penner. Da ist der andere. Hallo, du da. Komm mal her. Na, du. Ja, du. Komm mal her.
Adios, amigo. War schön, dich kennengelernt zu haben. Ich habe nur einen Schuss. That is assi. Schaff ich das? Nee. Schaff ich nicht. Ich muss da hoch. Ich will die Typen umbringen. Ich bin nicht da. Ihr seht mich nicht. You don't see me. Ey, gehst du bitte, Edward? Darauf. Danke. Bin ja mal gespannt, wann wir diesen komischen Händler wieder treffen. Der ist ja, glaube ich, in Havanna geblieben, um da seine Ware zu verkaufen, seinen Zucker oder was er da hatte. So, Freunde, wer will sterben? Stirbt! Ach, es waren drei? Ich habe bloß einen gesehen. Zwei. So, was hast du denn schön? Hast du irgendwas Schönes? Munition plündern. Nuss drin. Kugeln. Naja, besser als gar nichts. Ey, wer will schon frei... Das ist ein Krokodil. Wer will bitte schon freiwillig in einen Sumpf heiraten? Wirklich, wir sind ja jetzt gerade hier in einem Sumpf. Da leben ja Krokodile immer sehr gerne. Und warum ausgerechnet hier? Das ist Krokodil. Eigentlich müsste der jetzt volle Kanne in den Sumpf reinlaufen und der Krokodil macht einmal Hamm. Da lache ich mich tot. Wirklich, das wäre so cool. Einmal Hamm. So wie bei manch anderen Spielen oder sowas, wo auf einmal sowas passiert. Und Dude! Und adios! So, bis jetzt habe ich hier noch keinen einzelnen Typen gesehen, wo dieser komische Abten, wo der Vance ist. Muss da hier irgendwo sein. Hab den bis jetzt noch nicht. Habt ihr ihn gesehen? Ich nicht. Ja, durch diese ganz kleine Ecke. Ja, natürlich. So, wo ist denn die Olle? Da hinten müsste die eigentlich sein, oder? Ist ja auch eine Piratin. Aber eine, die halt den Templerweg geht. Wir gehen ja den Assassinenweg. Da ist er. Oh, ich muss Vance eliminieren. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nein, er kann sich doch bestimmt wehren. Ist aber eigentlich krass so, dass ich dir eigentlich... Am Anfang sollte ich ja den Abten töten, so. Und jetzt halt soll ich... Haben wir denn da noch einen anderen Typen? Was mache ich von hier? Da müsst ihr doch eigentlich auch die Wege kennen, so wie man, wie Assassinen drauf sind. Mal, ich will den da töten. Oder warte mal. Verräter! Ihr müsst es ja wissen. Und stirb. Oh, ein Brief von seiner Geliebten, glaube ich. Ich bin kein Verräter. Ich habe das richtig getan. Yingling, so wahr ich hier stehe. Ich habe ihn vor euch abgeraten. Ihr Verräter! Ich werde nicht dasselbe erleiden. Das wollen wir mal sehen. Nein! Daneben! Und voll den Fuß! Nee, den Arsch, besser gesagt. Das war der Arsch. Die Piratenkönigin. Yingling stirbt wie eine gefälschte Karte. Ich war zu arrogant. Wie bitte? Ja, ich stahl die Hechte, beide Hälften. Mein Ehemann hat sie. Euer Ehemann? Ein besserer Mann als diese Narren. Und so stirbt die Piratenkönigin. Es gibt aber nur einen Piratenkönig, das ist Monkey D. Ruffy. Und den Schlüssel haben wir. Die Templer-Piratenkönigin Yingling ist tot. Oh, Kroko! Krokodil! Kroko? Hallo? Krokodil? Dann halt so. Das war mal so nett und will von ein...
dem Krokodil mal irgendwie mal so nahe kommen und einfach mal sagen, ey, beiß mich mal. Jetzt kann ich das Viech nicht häuten. Willst du mich verarschen? Jetzt kann ich den nicht häuten. Ich will's häuten. Es geht nicht. Wohin ging's doch noch? Ich kann's nicht häuten. Jetzt, hä? Hä? Was? Ich will häuten. Häuten? Häuten. Ich will's doch bloß häuten. Häuten. Ja, wäre ich... Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch, scheiß Krokodil. Deswegen hast du mich, glaube ich, auch nicht angegriffen. Tja, den zweiten Templer habe ich damit getötet. Und das war die Piratenkönigin Ying Yang. Und geschafft. König der Königin der Piraten, König der Narren. Einem Bruder helfen. Beenden Sie die Templerjagen, um den Schlüssel zu erhalten, mit denen Sie die Templerrüstung freischalten können. Und damit habe ich jetzt 2 von 5. Einmal Joyon de Cassé war der erste Typi, der ja einen schönen Landsitz hatte. Insellandsitz, sage ich mal so. Und die zweite Dame war jetzt nun die Piratenkönigin Ying Yang gewesen. Und erledigt. Eigentlich soll ich ihn fangen, aber ich wollte ihn lieber töten. Aber was hast du schon nicht? 125, toll. Hast ja voll viel Kohle dabei gehabt. Und ich habe 3000 Gold. Oh, aber noch 8 Minuten, bis der nächste Part wieder anfängt. Also bis dieser Part aufhört und der nächste Part dann beginnt. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt mal kurz gucken. Die Mission war cool gestaltet. Fand die echt toll. War mal was Neues. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, ganz genau. Ich wollte ja das Fort angreifen. Warte mal, da ist ein Boot, das geht schneller. Wie gesagt, nur die letzten 6 Minuten noch ein schönes Fort kaputt machen. Den Kommandanten des Fortes mal ein bisschen anders töten, denke ich mal. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt reden die, glaube ich, schon wieder das Gleiche, weil ich ja immer noch nicht zu Kit gefahren bin. Aber irgendwie finde ich das toll. So, jetzt hat man irgendwie mal so einen anderen Templer mal kennengelernt. So, weil eigentlich so... Ich habe einem anderen Templer geholfen, ich habe eine andere Templerin getroffen, habe die gekillt und ich habe einen Assassinen getroffen. So. So ist das richtig. So ist der richtige Assassine deutsche Satz. Was? Egal. Die quatschen schon wieder das gleiche. Leck mich am Arsch. Ich fahr ja dahin. Mein Gott. Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wir. Nur erstmal kämpfen wir gegen Spanier. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigt. Wie oft wir das jetzt schon gehört haben, das ist der Wahnsinn. Verfolger, was? Ich wurde verfolgt? Bin mir nicht sicher. Ah, ja, gut, okay. Sind noch ein bisschen weg, die Typen. Erstmal will ich das fort. Aber das ist ja krass, wie schnell das hier neblig wird und so alles andere. Nur weil... Da vorne sehe ich was. Ein Schoner. Da haben wir ja noch da hinten. Ein Schoner und ein Schoner. Ein Bildschirmschoner. Haha. Noch ein Börser. Ist ja klar, eigentlich könnten wir dadurch, wenn ich jetzt entern gehe, noch mehr Sachen holen, aber will ich irgendwie nicht so. Und das Küstenfort ist ganz in der Nähe. Da vorne ist es auch schon. Ich bin noch nicht so nah dran. Und Feuer! Ersten Mörser abgeschossen. Feuer! Feuer! Feuer!
So, das war das Ding. Und die Schwachstelle! Da irgendwie krassere Waffen haben die irgendwie nicht so. Ich dachte, die sind voll übel oder so. Halt, warte mal auf. Oh nein, 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 Mörser! Haha, wieder voll daneben. Ihr trefft mich nie, ihr Schweine. Es wird voll schnell eingenommen, das Wort. Ich bin jetzt schon fast bei 3 Sternen. Ist das schlecht eigentlich? Warte mal, ich greife das mal mit den Dingen an. Ah, das war klar, dass das nichts bringt. So, und Feuer! Jetzt können wir wieder angreifen, meine Männer sind schon auf dem Weg. So, jetzt ganz schnell mal umwechseln. Da habe ich schon das nächste Fort auf meiner Seite. Und ich glaube immer, wenn jetzt Schiffe von den Gegnern vorbeifahren, habe ich euch schon mal gesagt, dass die dann halt abgeschossen werden. Also richtig böse, bam, 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 voll in die Fresse. Ja, eigentlich sind ja diese Templer-Jäger-Missionen eigentlich auch so für Story geeignet. Weil dann kriegt man wirklich halt diese krasse Rüstung. So, Leute, haltet mal die Klappe jetzt bitte. Wir greifen jetzt nämlich an. Und Adawelli, greifst du bitte auch an? Ich brauche ein paar Leute hier oben. Und los geht's. Das Fort wird angegriffen. Meine Männer greifen schon an. Da liegt ein Brite. Wow! Oh fuck, ich brenne. Das war sehr schlau. Durch das Feuer durchlaufen. Mhm. Wirklich voll geil. Man rennt los, will das Fort einnehmen. Was macht man? Brennt erstmal sich selber. Man fackelt sich erstmal selber ab. Wow, Freunde! Ich wollte auch noch mitkämpfen. Und von hinten zwei erledigt. Wo ist der Hauptmann? Daumen ist der Hauptmann. Alt, au! Wer hat geschossen, Adawelli? Du hast geschossen. Gib's zu. Bam, bam. So, wo ist der Hauptmann? Weh, einer schießt doch mal von der Jackdaw. Oh, schön. Wo ist der Kriegsraum? Unter mir. Kriegsraum, ich komme. Hallöchen. Papa ist da. Hasta la vista, baby. I'll be back. Und die Engländer haben ihr Fort verloren und es gehört nun den Piraten von Nassau. Ist es eigentlich gut, dass ich die jetzt schon angreife oder sind die jetzt schon später wichtig? Dass man irgendwie heißt, ja, jetzt nehmen sie bitte alle Forts ein, damit sie das gewinnen oder sowas. Was ist denn das? Ein legendäres Schiff? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, wenn ich jetzt da hingehe und gegen das kämpfe, dann heißt es ja, sie sind schon nach einem Schuss tot oder so. So, Freunde, das war's wieder mal von diesem Part heute. Wie ich sagte, im nächsten Part wird, glaube ich, mal die Story weitergemacht und dann geht's echt weiter, weil offscreen werde ich dann ein bisschen so die ganzen Forts einnehmen. Also das hier zum Beispiel. 3 Tortuga. Dann Contoroyoyoy, Castillo de Juaga, das wird eingenommen und so weiter und so fort. Und dann werde ich hier viele weitere Dinge erforschen, gucken und so weiter und so fort. Und gegen das legendäre Schiff werde ich jetzt noch nicht kämpfen, weil dann bin ich tot. Was ist denn das? Kingston. Oh cool, man kommt nach Kingston.
So, und dann werde ich, wie gesagt, im nächsten Part werde ich mich dann aufmachen, hier die Hauptstory weiterzumachen. Oder vielleicht werde ich sogar hier in Havanna noch was machen. Weil hier in Havanna ist ebenfalls noch eine Templer-Mission, eine Templer-Jagd-Mission. Nicht, dass man auf einmal gegen den Letzten kämpft und sowas und hat das ganze Spiel dann gewonnen oder so, das wäre es ja. Ja, also dann, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Danke wieder fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß. Ich konnte euch wieder ein bisschen aufmuntern, aufheitern und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Assassin's Creed 4 Black Flag. Macht's gut, bis dahin. Ciao.